müssen wir auf Mario aufpassen. Sonst lootet der uns alles weg. Ja, bis sein Rucksack voll ist. Da beschwert er sich wieder und weint dann gleich. Dann holt er sich einen zweiten Rucksack. Genau, den er sich dann so auf den Bauch schnallt. So, haben alle was getrunken? Braucht noch irgendwer eine Sonnenbrille? Nö. Ja, dann. Dann lass uns mal hier raus. Oh, Entschuldigung. Frösche. Jo, das war schon Dolina. Alles klar. Gut, dann folgen wir der Straße jetzt immer weiter geradeaus, bis wir im Polana ankommen. Und im Polana dürften wir einiges ganz Gutes finden. Immerhin hatten wir da vorhin zumindest schon sehr viel Glück bei. So, bist du jetzt schon überall durchgegangen? Ja, nur ist nichts mehr. Alles klar. Ja, da rennen sie wieder alle von mir weg. Ja, und du bist ja immer der Langsamste. Kennen wir ja schon. Theo, wenn du auf dem Ziffernblock auf deiner Tastatur übrigens so die Zahlen 1, 4, 7, 8, 9 und so weiter drückst, die außenliegenden eben, dann kannst du auch während des Laufens immer in verschiedene Winkel gucken. Muss ich ja die Maus loslassen. Oh, cool. Ja, aber ich meine bloß, dann kannst du auch mal besser nach hinten gucken oder so. Ah, verstehe. Schnell, Tür auf und rein, go, go! Go, 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 go! Ist nix. T-minus 10, 9, 8. So, da unten haben wir auch schon die nächsten Wegweiser. Ja, seid alle zu Jammerlappen, alle sind sie im Jammer, ey. Wir gehen hoch nach Polana, würde ich sagen, oder? Ja, das muss noch lang gehen. Ah, heiß. Und haltet immer ein bisschen Ausschau, dass wir, wenn wir anderen Leuten begegnen, irgendwie, dass die entweder einen Bogen um uns rum machen, was die meisten wahrscheinlich tun werden, weil wir schon zu viert sind. Oder die haben eine Knarre. Ja, oder die ownen uns eben alle mit dem Headshot weg. Ich will mein BW-Kopftuch wieder haben. Hallo. Oh, Theo, jetzt wusel mir doch nicht immer vor der Nase rum. Oh, Loot. Was? Loot? Häuser! Ich glaube, ich bin der Einzige, der sich wirklich umguckt, oder? So von wegen, läuft da gerade irgendjemand von irgendwo aus in die Stadt oder so? Ich habe gerade nur einen Tunnelblick. Boah, in der Ego-Perspektive die Tasten zu benutzen, ist eine scheiß Idee. Finde ich aber auch ganz cool gemacht. Also, dass du eben so das Zeug da alles siehst, was du so auf dem Rücken hast. Finde ich ganz cool. Wasserflasche, meins. Gut. Griffel weg, mein Haus. Ey. Alten Gierhälse, ey. Die alle looten hier. Ja, musst du gerade sagen, ne? Ich krieg hier nix ab. Hier die alle looten hier, aber meins. Tunnelblick. Ey, geh in such dein eigenes Haus, Mitch. Ja, nee. Schön. So, geradeaus weiter. Warte, ich muss mal eben. So, ich hab ne Jacke. Bin durstig. Hast du was zu trinken? Hätte mal meine Wasserflaschen auffüllen sollen. So. Okay. Beide leer, oder was? Ja. Oh, schlecht. Toten ist, glaube ich, ein Fluss oder ein See. Oder sehe ich das? Da ist ein Haus. Hier ist auch so eine Pfütze. Oder vielleicht kannst du die da auffüllen. Hier. Scheiß auf Pfütze. Hier ist ein Haus. Ein Haus. Wie kann ich... Ja, du nimmst die Flasche in die Hand. Ey, Staubsauger. Reingepackt. Ja. Und gehst einmal in die Ego-Perspektive und dann müsstest du, wenn du F drückst, oben links eine Anzeige haben von wegen Phil Bartle. Da kannst du mit dem Maus... Wie nehme ich das Ding denn in die Hand? Einfach in das untere Kästchen ziehen. Also da, unter dein Charakterbild. Achso. I want to eat something. Gut, ich muss erst was essen. Bock. Aua. Voll umgerannt. Eat a drink. Fuck. So, wo seid ihr jetzt? Ja, immer noch da, wo wir eben gerade schon waren. Immer noch am Fluss. Welcher Fluss? Ach, hier hinterm Haus. Oh. Welcher Fluss? Wie kann ich die jetzt füllen? Ja, F, drück mal F. Ja? Und dann hast du oben links jetzt wahrscheinlich gerade eine Anzeige von wegen Phil Bartle. Ja. Da kannst du mit dem Mausrad runterrollen und dann OK drücken. Also linke Maustaste. Reagiert nicht. Dann duck dich mal. Drück mal X. X oder C? X, ne?
und versuch's nochmal. Nee, macht er nicht. Macht das bei dir, Flo? Mhm, kann hier auch nur trinken. Auch aus Ego-Perspektive? Okay, vielleicht geht's in denen einfach nicht. Kann ja sein, weiß ich nicht. Stecke ich hier meinen Kopf in den Berg. Fump. Ach nee, du musst F drücken und nicht linke Maustaste. Achso, musst du mal F drücken, okay. Sorry. Ja, toll, ich bin krank. Bin ich krank? Echt, du bist schon wieder krank? Oh, ey, Leute. Was machst du denn? Das ist die Gegend hier. Letztes Mal, ich hier durchgelaufen bin, war ich auch krank. Welcher bist du denn? Das ist der Asiate. Der mit der Russenmütze. Genau. So, hier, du kriegst jetzt einfach mal Antibiotika verpfiffen. Rektal. Okay. Kann man nur eine Flasche füllen? Nee, ne? So. Wenn du eine hast, dann kannst du auch nur eine füllen. Aber sonst, alles, was du bei hast, kannst du füllen. Bin aber immer noch krank. Ja, toll. Verbuggt wahrscheinlich. Nö. Hier, ich geb dir nix. Ich kann mal mein Inventar sortieren, ey. Verbindest du dich gerade? Nee, eigentlich wollte ich. Hab ich davon jetzt welche genommen? Weiß ich nicht. So, ich bin durch. Hä? Ja. Das glaube ich dir, dass du durch bist. Ich will gerade mal gucken, ob ich ihm die hier reinschmeißen kann. So, Mund auf, fertig. Okay. Jetzt habe ich dir noch Vitaminpillen gegeben. Mehr habe ich nicht. Gucken wir mal, ob es was bringt. Dann einmal wieder auf die Straße. Zur Not fällst du halt mal wieder um. Wie immer. Ja, immer Ecke. Ist so. So, dann dürfen wir da ja auch bald ankommen. Cool. Ist ja nicht das beim letzten Mal auch in Polina umgefallen? Ja, tatsächlich. Ja. Ich meine ja die Gegend hier. Verseucht oder sowas. Ist nichts für kleine Asiaten, wie es scheint. Richtig. Sind alle da? Ja, ich laufe hinterher. Also, ich zähle bloß drei insgesamt. Da kommt der letzte dann gewieselt. Wo denn? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na los, Theo, zeig mal, dass du sportlich bist. Ich hab keinen Helm mehr auf, ich bin nicht sportlich. Ja, das war mein Sporthelm. Weil er so schön windschnittig ist. Beim Laufen. Ja, weil ich mir damit nichts tue, wenn ich hinfalle, ne? Achso. Kann mal passieren. Wenn ich stolper? Ja, ist schon richtig. Ja, Mama hat immer gesagt, ich muss vorsichtig sein. Da hat Mama ein wahres Wort gefunden. Warum sag ich's eigentlich? Da flitzt sowieso alles an mir vorbei. Oh Leute, ihr könnt nicht ein Haus mal stehen lassen, ne? Dass eh nichts drin ist, wie so eine hässliche Scheune. Genau. Ja, los, Juvi. Ja, darf ich weiter? Gut. Yep. Renn ich so. Na, okay. Klonk, ich habe gerade voll den Schub nach vorne gekriegt, weil mich irgendwann gerempelt hat. Wann das? Alle Kinder beisammen? Nee, ein Kind fehlt noch, da kommt es. Ach ja. Fehlt immer. Multitasking pur. Gerade auslaufen und eben mal Lasagne essen. Boah. Danke Scheiß. Und dabei siehst du noch Häuser. Ich bin begeistert. Oh, es tut so weh. So klingt der eine Charakter da irgendwie gerade. Ja, der russische Chinese wahrscheinlich. Der russische Chinese. Alles klar. Die Loot-Armee kommt. Haltet den Loot bereit.
Wie die Heuschrecken. Ja. Wer keucht denn da so krass schlimm? Ich glaube jeder. Ich höre es von aus allen Richtungen irgendwie. Ich irgendwie nicht. Also nicht. Vielleicht habe ich wirklich die Beine gebrochen, als ich vorhin da von der Mauer gefallen bin. Ich glaube, dann würdest du nicht mehr so rennen können. Doch, das geht. Oh, Häuser. Geh da mal ruhig rein, da ist nichts drin. Ja, die kennen wir schon, die Häuser. Dann brauchen wir die Schaufel noch? Was? Nee. Nö. Wenn du die haben willst. Doch, wenn ich gleich umkippe. Verbuddelt. Ja. Mein Dumm. Haus. Da ich nehme das große da hinten. Ist noch jemand von euch krank? Eigentlich? Warum hast du schon wieder Medikamente gefunden? Nein, ich frag bloß. Außer mir? Ja. Ich hab Polina gefunden. Ja, wir sind da ja auch gerade. Ist du gut erkannt? So. Schönes Shirt. So, passt da ein bisschen auf, ne? Da können auch andere Spieler rumwuseln. Ich hab einen roten Motorradhelm gefunden. Auf zu lachen, das ist wirklich so. Jetzt teilt euch nicht wieder so auf, bitte. Das ist schlimm mit euch. Alter Vater. Cornflakes. Yeah. Oh, ist ein Riesenpacken. Rote Mütze, toll. Warum immer nur so auffällige Klamotten? Hier eine schwarze oder eine braune? Braun. Braun ist okay. Besser als rot. Wer von euch ist hier gerade drin? Backt der einen Theo dran vorbei. Jetzt kann ich euch langsam nicht mehr auseinanderhalten. Ich brauche meinen Helm wieder. Der ist ja hier in der kleinen Schuppen sein. Wer hat den grünen Rucksack und wer hat den blauen? Ich habe einen grünen Rucksack und eine grüne Jacke. Okay. Und grün. Das ist eine Coverraum-Kontrolle. Wow, da ist sogar was drin im Kofferraum. Ich geh mal hier ins Eckhaus rein. Oh, hallo. Grafik. Grafik sagt gerade so, nee. Du nicht. So, Streichhölzer. Klebt Blut auf einem Klavier. Gut. Wow. Ich habe frischen Apfel gefunden. Nee, ne, Kiwi. Scheiße. Ist doch auch gut. Er ist allergisch gegen Kiwi. Und ein Apfel. Ja, das ist bestimmt bitter in so einer Zombie-Apokalypse. Wenn es nur Kiwi gibt und du allergisch gegen Kiwi bist, was machst du denn? Oh, ich habe einen grünen Stift oder vielleicht einen Stift oder... Keine Ahnung, ich lasse ihn einfach liegen. Scheiße, und auf den Stift, ich habe einen Apfel. Ach, okay. Elmorm steht hier gerade unten. Wer steht gerade unten? Hier. Du? Dingens. Einer von ein uns, Kopfhaus. Oder was? Hat die schon Kopfhaus? Nee. Schade, ich dachte, hier liegt vielleicht die Knarre wieder. Aber nein, meinst leider nicht. Meinst du die Knarre auf der Treppe? Nee, ich hab hier in dem Haus letztes Mal die Muskete gefunden, oder was das war. Die Musin. Ja, die Muskete da eben. Muskete. Steht einer von euch da gerade auf der Straße? Neben einer Mülltonne und verbrannten Autos? Nein. Meinst du mich? Ja, okay, dann bist du das wohl. Ja, das ist irritierend. Alter Vater. Ich bin doch so vorsichtig in diesem Spiel, seitdem ich schon dreimal umgeschossen worden bin. Hörst du jetzt mal auf zu jammern, ey? Oh yeah, Schrotmunition. Och, lass liegen. Oh, Schuhe. Ja, ich hab die jetzt einfach mal mitgenommen. Vielleicht wird die ja morgen reingepatcht und dann ärgern wir uns. Ich hab schon wieder ein Messer gefunden. Okay. Und eine Rohrzange. Wozu man ein Seil braucht, weiß ich bisher auch nicht. Das ist ein Kaufhaus gerade, wa? Ja. Ja, da war ich auch gerade. Ich weiß, was mir da... Irgendwer hat mir gerade mein Seil weggelootet. Ich? Nö. Hab ich doch gerade gesagt. Messer. Wie gesagt, ich hab einen Dosenöffner. Wer von euch ist das da? Icke. Achso. Warum erschreckst du dich eigentlich immer nur bei mir? Weil ich dich immer nur sehe, weil irgendwie... Gammelbanane. Oh, hat man ein Küchenmesser gefunden. Ja, ist nicht ganz so wichtig.
Wäre eine grüne Mütze. Was? Ein schwarzer Hoodie? Cool. Das ist besser als rot. Ich habe einen Kochtopf und Streichhölzer. Können wir nachher irgendwann mal ausprobieren, ob das alles noch funktioniert. Oder ob das alles überhaupt funktioniert. Mit dem Kochen. Panzertape. Uha, das Mann ist bester Freund. So. War ich hier schon? Ich weiß nicht. Gucken. Ich weiß nicht. Boah, ruckelt das in Häusern, ey. Alter Vater. Na, komm her. So, jetzt renne ich wieder barfuß durch die Gegend. Warum? Weil ich neue Schuhe gefunden habe. Achso. Ich habe jetzt Arbeitsschuhe. Ich hatte letztens keine Hände mehr, guck. Habe ich mir neue Handschuhe angezogen und dann hatte ich keine Hände mehr. Oh, eine Petroleumlampe. My stomach grumbles. Essen hilft gegen Magengrummeln. Ja. Meistens. Oh, ich hab auch Hunger. Bist du eigentlich nur krank, Mario? Ja. Kranker Kerl. Immer krank. Das finde ich irgendwie so seltsam. Ich weiß nicht, gegen was Antibiotika und so sonst so ist. Oder wie man das irgendwie wegbekommt. Wahrscheinlich nur einfach noch nicht reingepatcht. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass das megamäßig auf die Ömme geht. Die Ego-Perspektive. Ja, so auf Dauer, ne? Das sind zwei Dosenöffner. Das ist doch toll. Nimm doch einen, oder nimm beide einfach mal mit. Okay. Können wir aufteilen nachher. Genau. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Hier ist ein Kochtopf, da ist noch... Ich habe einen Kochtopf mit... Dose Spaghetti. Und schon wieder ein Stift. Geil.